Frag mir mal, was das hier ist. Also wir brauchen sehr Aufklärungsunterricht. Dekorativ. 60, das ist ja Utopie, Mensch. Da bleibt man ja die Spucke weg. Nee, also wisst ihr, na sag mal. Ich sag ja auch noch, Zähne könntet ihr der denn auch noch, aber dann irgendwo hört es auf. Ja, und wenn Männer so viele Frauen haben, wie findest du das? Männer dürfen das ja nicht. Ich nicht, dass ich es gut finde, aber Männer dürfen das ja. Ja, aber das ist auch nicht in Ordnung. Nee, dann ist es auch nicht in Ordnung. Stell dir mal vor, du lernst jemanden kennen, der alle Monate oder alle Jahre dich auswechselt. Ja, so was soll es geben. Der Platzhirsch. Man soll schon Erfahrungen sammeln. Ja, natürlich. Und wie sollen Sie das mit dem ersten Besten sein? Haben Sie Glück gehabt? Das ist richtig. Gar keine Frage. Das soll man auch. Erfahrungen muss man sammeln. Ja. Also bei 30-Jährigen, dann war ich mit jemandem 11 Jahre zusammen. Naja, vielleicht kommen 6 zusammen. Ich weiß es nicht. So viel hatte ich nicht. Du bist ja beneidenswert, Mensch. Ich hatte 2, ja. Das war denn aber auch, ja. Wenn, dann war ich immer verliebt. Ohne verliebt zu sein, wäre gar nichts gewesen. Aber nur eine wilde Phase, dass ich direkt eine wilde Phase, weder so noch so. Wenn ich einen Partner hatte, dann war ich richtig verliebt in ihn. Ich habe mit 45 habe ich eine wilde Phase gehabt. Ja, das hast da du erzählt. Da habe ich jemanden kennengelernt. Ach, da ging es rund. Aber das war wirklich eine wilde Phase. Und die hat auch 11 Jahre angedauert. Ja, da war der jeder Tag wieder erste. Da kann ich nicht mitreden, da habe ich irgendwas versäumt. Hast du wirklich was versäumt? Ich habe erst gedacht, sowas gibt es ja nicht, aber es gibt sowas. Für das Sexleben habe ich sicher nicht. Ich gehe davon aus, dass ich eine ganze Menge verpasst habe. Also ich denke mal, ich habe nichts verpasst. Also ich war mal zu Also mit Sicherheit habe ich eine ganze Menge verpasst.